vielen Dank für über 100.000 Abonnenten. Ich freue mich immer wieder über positive Kommentare und Daumen nach oben. Für das heutige Video habe ich 17 interessante Fakten über Kondome herausgesucht. Das Kondom ist nach der Pille die zweithäufigste Verhütungsmethode in Deutschland und wird umgangssprachlich auch Gummi, Regenschirm, Nahkampfsocke, Regenmantel, Taucheranzug, Helm, Überzieher, Rammelbeutel oder auch Tüte genannt. Viel Spaß mit dem Video! Nummer 17. Die ersten recht wirkungslosen Kondome waren aus Stoff. Die Chinesen benutzten im 15. Jahrhundert geöltes Seidenpapier, um das Sperma aufzufangen. Im 18. Jahrhundert wurden Schafdärme und andere tierische Membranen verwendet. Heute werden Kondome meist aus Naturkautschuk gefertigt. Nummer 16. In Deutschland werden pro Minute 342 Kondome verbraucht. Nummer 15. 50 Cent ist der durchschnittliche Stückpreis für ein Standardkondom. Nummer 14. Eine ungewollte Schwangerschaft lässt sich mit einem Kondom relativ gut verhindern. Kondome haben bei richtiger Anwendung einen Pearl-Index von 2. Das heißt, in einem Jahr werden 2 von 100 Frauen trotz Kondom schwanger. Gummis sind allerdings weniger sicher als die Pille. Sie hat einen Pearl-Index von 0,3. Sprich, es werden bei korrekter Pilleneinnahme 3 von 1000 Frauen im Jahr schwanger. Nummer 13. Es wird geschätzt, dass jährlich 5 Milliarden Kondome weltweit benutzt werden. Nummer 12. Ein durchschnittliches Kondom kann ca. 3,78 Liter Flüssigkeit aufnehmen, ohne zu platzen. Das sind fast 2 große Packungen Eistee. Weiter mit Nummer 11. Auf Kondompackungen sowie auf jedem einzelnen verschweißten Gummi muss ein Haltbarkeitsdatum stehen. Wenn die Haltbarkeit nach durchschnittlich 4 bis 5 Jahren abgelaufen ist, wird das Kondom porös und ist nicht mehr sicher. Nummer 10. Das Material, aus dem Kondome gemacht sind, ist sehr druckempfindlich und verliert bei dauerhafter Belastung an Elastizität. Die Gummis sollten daher auch nicht in Portemonnaie oder Hosentasche aufbewahrt werden. Dort werden sie zu lang, zu stark zusammengedrückt und können schnell wirkungslos werden. Nummer 9. Männer kaufen sich meist Kondome mit zu großem Umfang. Das belegt eine Studie des Kinsey-Instituts für Sex, Geschlechterforschung und Fortpflanzung. Danach hatten 45% schon einmal wegen der falschen Größe große Probleme mit dem Gummi. Mit einem locker sitzenden Kondom wird der Spaß am Sex kleiner und die Sicherheit nimmt ab. Wichtig ist deshalb darauf zu achten, dass das Kondom straff sitzt. Im Zweifelsfall ist es besser, ein kleineres als ein zu großes zu benutzen. Nummer 8. 2011 hat die Sexualberatung Pro Familia das Kondometto entwickelt, ein Penislineal, das den Umfang misst. So kann man schnell und problemlos die passende Kondomgröße finden. Nummer 7. Im selben Jahr, 2011, schafft Bo Thompson Männern Abhilfe, die im Alkoholrausch zu Grobmotorikern werden. Das Strap-on-Gummi The Senses lässt sich durch 2 Ziehschnüre ganz leicht herunterrollen, was es nicht alles gibt. Nummer 6. Die älteste Abbildung eines Mannes mit Kondom ist eine alte Zeichnung in einer Höhle in Frankreich, die ca. 12.000 bis 15.000 Jahre alt ist. Unglaublich. Weiter mit Nummer 5. Das dänische Wort für Kondom ist... Okay, weiter mit Nummer 4. Für eine kurze Zeit gab es in Schweden eine Kondomambulanz, die in dringenden Notfällen Kondome direkt nach Hause lieferte. Nummer 3. In nicht seltenen Fällen benutzen Soldaten während ihrer Einsätze Kondome, um die Gewehrläufe vor salzigem Wasser zu schützen. Nummer 2. Das größte Kondom der Welt hat einen Durchmesser von 16 Metern, ist 40 Meter hoch und wiegt 300 Kilogramm. Bei diesem Kondom handelt es sich um einen Heißluftballon in Kondomform. Und die Nummer 1. In der südchinesischen Provinz Guangdong werden zunehmend Haargummis aus gebrauchten Kondomen verkauft, weil diese erheblich billiger sind als herkömmliche Zopfgummis. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr jetzt noch 7 Definitionen von Sexy in anderen Ländern sehen wollt, dann klickt hier auf das Video oder auf den Link in der Beschreibung. Viel Spaß!